Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Schwerelosigkeit aktiviert. Wir müssen ja hier irgendwie rüber. Okay, wo ist... Hier ist der Gegner. Okay, der Gegner ist jetzt weg. Da müssen wir irgendwie Chinese aktivieren. Okay, sind hier irgendwo Gegner. Ja, da vorne. Okay, der eine ist weg. Was haben wir hier? Nehme ich an mich. Da ist noch ein Gegner. Dann würde ich sagen, wir fliegen mal zu dem hin. Schemata haben wir bekommen. Okay, nice. Frage ist, wo ist der weitere Gegner? Ich höre jemanden da was machen. Da. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, wo? Ja, ich schieße die einfach ab. Da haben wir Stase. Irgendwo da unten. Ah, hier. Boah, die sind ja auch richtig asozial platziert, ey. Die siehst du ja echt gar nicht. Okay, Stase-Aufladung wichtig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da rüber. Oh nein! Wo ist der Gegner? Erstmal angucken den Kollegen hier. Okay, das nehme ich gerne an mich. Okay, erstmal Heilung. Nachladen. Okay, ich glaube, wir haben die Passage. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, wir müssen rüber. Oh mein Gott, das haben wir irgendwie geschafft. Okay, was haben wir hier? Turbine ausschalten. Turbine ausgeschaltet. Ja, die Frage ist, müssen wir die einschalten oder ausschalten? Ja, ich nehme mal... die Pistole mit. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Okay. Okay, da ist es verschlossen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal den Plasma-Cutter, weil den haben wir lange nicht mehr benutzt. Das sieht doch gar nicht gut aus hier. Okay, erstmal die Gegend checken. Was haben wir hier? Wir haben hier sowas hier. Okay, chillig. Nein, das war Munition. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Ja, machen wir. Oh mein Gott, das kann jetzt richtig böse enden. Nein, 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 ich will da durch. Okay, wohin müssen wir? Wir müssen da. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, wenn wir jetzt falsch laufen, sind wir richtig gerüstet. Okay, was haben wir hier? Hier können wir durchgehen. Wow, wow, wow. Warnung.
Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Nein, 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 nein. Okay, der ist, glaube ich, geröstet, oder? Aber ich hoffe, der ist geröstet. Okay, hier haben wir einen Chris. Hier haben wir einen Kuss. Hier haben wir Credits und hier haben wir auch Credits. Okay, nice. Okay, wir müssen wieder hoch. Ja, die 100 Credits nehme ich mit. Dann würde ich sagen, nehmen wir das auch mal an uns. Erstmal Karte Munition. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu dem Filtrationsrohr. Machen wir. Okay, wir müssen da lang. Wir müssen da lang, aber wir können auch woanders lang gehen. Ja, ich glaube, wir gehen da lang zum Hauptziel. So, was haben wir hier? Toxische Gefahr registriert. Okay, mitnehmen, 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 was geht? Boah, ich hoffe, das ist der letzte. Toxische Gefahr beseitigt. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Ja, machen wir. Ja, der ist nicht tot. Hallo, kannst du sterben, bitte? Dankeschön. Boah, der macht mir hier Sorgen hier. Also ich benutze mal ein bisschen den Flammenwerfer. Okay, wir müssen dahin. Aber die Frage ist, wohin geht's hier lang? Könnt ihr auf der Karte kurz gucken? Ich erkunde mal nur den einen Raum. Und dann gehen wir mal zurück. Okay, sehr gut. Boah, der Flammenwerfer ist richtig stark, ey. Der ist richtig stark. Der gefällt mir. Okay, was haben wir hier? Flammenwerfer Muni, Textlock. Was haben wir hier? Hier haben wir Credits. Hier haben wir einen Knoten. Ein Textlock. Technisches Handbuch. Dieses Handbuch ist. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Jo, machen wir. Dieses Handbuch ist auf der Seite des Kapitels Thermodynamische Reinigungsgeräte, Wartung und Instandhaltung geöffnet. Der Abschnitt Anmerkungen wurde folgendermaßen ergänzt. Ich habe alle Regler aus den Reinigungsgeräten entfernt und so wie möglich aufgedreht. Verrückt, das ist alles, was ich tun kann. So sollte zumindest ein Teil des Gases verbrennen, denke ich. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich muss alles versuchen zu sehen, wie Hidaka ihre eigene Lunge auskotzt, gelöscht. Ich kann nicht. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Okay, machen wir, Siri. Ich kann nicht. Das kann ich nicht. Oh Gott, hilf uns. Okay. Warte, wohin geht's hier lang, wenn wir reingehen? Ja, ich hab Schiss, dass ich mich verlaufe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Erstmal nachladen. Okay, wir können geradeaus gehen. Okay, wir müssen rüber, rüber, rüber. Filtrationsrohren. Siri immer am Nerven.
So, die Frage ist, was... Wie viel müssen wir noch killen? Das ist Nicole. Toxische Gefahr registriert. Sehr gut. Toxische Gefahr beseitigt. Was können wir hier? Danke. Der Stoffwechsel des Leviathan verlangsamt sich. Cross, irgendwas stimmt nicht. Es muss funktioniert haben. Mit den Enzymen hätten wir einen Frachter auflösen können. Okay, ich entsperre das Lebensmittellager. Gehen Sie zurück und schicken Sie den Bastard ins All, solange es noch geht. Oh no, 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 no. Wir müssen den Leviathan besiegen. Okay, wir müssen eigentlich zurück, aber... Was passiert, wenn wir... das hier frei bekommen. Warte, ich guck mal kurz auf der Karte, wohin geht's da lang? Achso, wir müssen ja da lang. Ja, moin. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Versteck da. Boah, das ist eine Bank. Ja, okay, wir haben einen Knoten gefunden, glaube ich nur. Schwerelosigkeit aktiviert. Wo sind die Gegner? Ich höre doch jemanden. Okay, es scheint ruhig zu sein. Okay, wir gehen mal weiter. Okay, wir müssen zum Lift. Ja, fliegen ist schon cool, aber... auf dem Boden der Tatsachen bleibe ich am liebsten. Okay, Lebensmittellage müssen wir. Denn da befindet sich der Leviathan. Okay, wir müssen geradeaus. Ich hoffe, wir haben genug Munition für den. Okay, einfach geradeaus. Die Frage ist, könnten wir... gespeichert haben wir jetzt nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, hier ist schon Freunde. Okay, ich höre jemanden. Aber ich gehe mal weiter. Ich ignoriere die Geräusche. Ich sehe die nicht. Sie sehen mich nicht. Wir müssen Etage 1. Wir nehmen mal die Waffe. Okay, wir müssen da lang gehen. Wow, wow, wow. Jungs, ruhig bleiben. Ich will doch nur zum Lebensmittellager. Immer wenn es um Essen geht, rasten die komplett aus hier. Okay, da müssen wir aufpassen. Hier weiter, weiter. Boah, ich hoffe, unser eingefrorener Kollege kommt nicht. Okay, wir können speichern. Das glaube ich, mache das sogar.
Okay, Spiel wurde gespeichert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Frage ist... Ich habe keine Frage ist. Okay, da müssen wir rein. Ich hoffe, wir haben genug Munition für den Kollegen. Will ich da reingehen? Ich glaube nicht. Schleudere den Leviathan ins Weltraum. Ich glaube, der schleudert uns aus dem Leben. Aber wir geben unser Bestes. Wir sind eisenklar, Star-Mechaniker. Luftschleuse wird freigegeben. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Okay, es wird Zeit. Ich hoffe, das speichert hier. Okay, wir müssen den Link besiegen. Schwerelosigkeit aktiviert. Oh no. Okay, das ist der Leviathan also. Okay. Wir müssen mit den Dingern, glaube ich, arbeiten. Seine komischen Dinge ausweichen. Boah, das läuft bisher chillig. Einfach ausweichen. Ja, chillig. Okay, das mag er, glaube ich, gar nicht. Okay, das Ding. Welches Ding geht jetzt hoch? Okay, das Ding. Wow, wow, der rastet jetzt komplett aus. Warum mach dein Mund auf? Ja, genau. Oh nein. Oh nein, das ist jetzt alles auf einmal. Nein! Wir haben ihn besiegt. Boah, sehr gut. Nice. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac.
Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Ja, aber ich bin leider One-Hit. Ich brauche auf jeden Fall Leben, ey. Warte, haben wir hier etwas? Doch, ich sehe da was leuchten. Okay, Plasma-Karte-Munition. Sonst sehe ich, glaube ich, nichts. Heilung, Kuss geht raus, ey. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Okay, wir müssen da lang. Boah, ich dachte, wir sterben jetzt 50 Mal bei dem Boss. Aber lief ganz gut. Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm, ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Kapitel 6 für die Umwelt fertig. Kapitel 7 ins Leere. Geh zum Abbaudeck. Okay, wir müssen geradeaus. Ja, aber was bringt uns der SOS-Sender? Wenn Hilfe bekommen wir, glaube ich, eh nicht hier. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal. Nach dem Bosskampf speichern wir mal. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, okay, cool. Danke für die Warnung. Dann würde ich sagen, wir verkaufen mal etwas. Vielleicht haben wir den ein oder anderen Leiter. Schemata eingereicht. Gegenstand ist jetzt nur im Kampf verfügbar. Wir haben einen Knoten. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir verkaufen erstmal. Jo, gar nichts. Ja, das können wir verkaufen. Stase würde ich mal behalten, weil Stase schon wichtig ist. Dann würde ich sagen, wir. Warte, haben wir ein Upgrade für Energiekanone? Oh, Flammenwerfer. Boah, ich weiß nicht. Ich spar mal auf für einen Anzug. Vielleicht kriegen wir bald einen neuen Anzug. Das wäre echt cool. Oh mein Gott, Heilung. Boah, das Spiel belohnt uns hier richtig jetzt. Okay, wir müssen da geradeaus. Okay, Spiel gönnt. Jetzt kriegen wir auf die Fresse und dann gönnt es uns nicht mehr. Okay, weiter. Okay, wir müssen geradeaus. Ich meine, der Doktor lebt ja immer noch. Den müssen wir ja auch irgendwie aufhalten. Im Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Temple Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond?
Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Nein, die Ornithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Oh Gott, ich hoffe, Hammond wird nicht entdeckt oder so. Aktiviere die Aufschussröhre. Bitte der Rig Ziel aktualisiert. Okay, machen wir. Okay, die Frage ist, was haben wir da? Hier haben wir komische Sachen. Hier haben wir einen Knoten. Knoten nehme ich gerne an mich. Da würde ich jetzt nicht reingehen. Oder würde ich da reingehen? Nee, ich glaube, ich gehe weiter. Okay, wir müssen geradeaus. Können wir hier irgendwie Stase aufladen? Gehen wir in eine Bank. Ja, ich meine, wir haben... Ja, okay, wir haben zwei Knoten. Wir können die zwei Knoten mal benutzen. Boah, Flammenwerfer wäre schon cool. Zwei Knoten. Aber da kann ich nicht die Dinge erhöhen. Den Schaden. Aber hier beim Plasma-Cutter. Okay, Plasma-Cutter ist wichtig. Dann würde ich sagen, wir gehen mal... bisschen auf Ausdauer, wenn wir können. Aha, ich sehe schon etwas. Weg damit. Heilung nehme ich mit Kusshand mit. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Okay, was haben wir hier? Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Ja, das haben wir irgendwie mitbekommen. Dass wir Stufe 3 brauchen. Hier haben wir noch einen Shop. Die Frage ist, wann gibt es den neuen Anzug? Anzug? Ja, nein. Ah, wieso gibt es hier keinen Anzug? Hm, dann würde ich sagen, ja. Ja, die Sachen behalten wir mal. Wir speichern mal, glaube ich, und dann gehen wir mal einfach mal weiter. Boah, hier haben wir noch etwas übersehen. Ja, ein bisschen Credits hier. Ein bisschen Credits da. Und dann speichern wir mal. Ich meine, man könnte jetzt speichern und gucken, was das für ein Upgrade gibt. Dann einfach laden. Aber das machen wir nicht. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge suchen wir mal Hamilton und den Rick. Haut rein. Ciao, euer Crunchy.